Gerne zeige ich dir, wie du im Outlook deine Arbeitszeiten, hier weiß eingezeichnet, wie du den Start vom Montag setzen kannst und wie du da zum Beispiel diesen Samstag ausblenden kannst. Dazu gehst du auf Datei, dann Optionen, anschließend Kalender und hier kannst du eintragen, 37 bis 17 Uhr ist die Arbeitszeit, den Samstag möchte ich nicht, Montag ist mein erster Wochentag, dann klicke ich auf OK. Gehe da schnell nochmal raus, nochmals zurück und dann ist dieser Samstag da weg und aktualisiert.